Das kommt raus, wenn man selbst 4 Wochen an seinem Wikipedia-Antrag arbeitet. Wer Visionen hat, wie war das noch? Genau. Helmut Schmidt, genau. Soll zum Arzt gehen. Wir sind wieder bei Testosterange und haben heute als Gast den wunderbaren Felix Scheuerpflug, ein 1000-Sasser schlechthin, und freuen uns ganz besonders, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch ganz arg, dass ich hier sein darf. Du hast ja irgendwie gefühlt Geschichten und Karrieren gemacht für 10 Leben. Wir probieren heute mal einen Bruchteil davon mal aufzugreifen und freuen uns schon ganz doll auf deine Insights und Anekdoten, die wir hier für unseren Podcast verwenden können. Wir würden gerne ein bisschen anfangen mit deiner sportlichen Karriere. Du bist, zumindest glaube ich das, der einzige Mensch, den ich kenne, der eine Olympiamedaille mal gewonnen hat, persönlich. Zeigt das A, dass du wenig Menschen kennst wahrscheinlich, ich habe das Glück gehabt, eine zu haben. Ja. Und du hast natürlich das Glück gehabt, dass du das in der Staffel geschafft hast. Das heißt, es war jetzt nicht auf dir alleine quasi begründet, sondern du wurdest mitgezogen. Ich brauchte Hilfe. Ja. Drei Leute haben mir geholfen. Aber das passt ja. Wir haben mich gewissermaßen über Wasser gehalten. Genau, wir haben ja schon drüber gesprochen. Eine dieser olympischen Schwimmstaffelmedaillen ist ja auch nach Freden gegangen. Ja, also gleichen Jahr, aber... Nee, wir haben das noch nicht ganz rausgefunden. Genau. Ne? Ich glaube, es waren 2 Spiele später oder sowas. Oder irgendwie so, ja. Und, aber das, da schließt sich der Kreis. Ja. Auf jeden Könnte Fall. Direkt was beitragen zum Wissen. Ja, die Leute sagen ja oft, es ist ja ganz toll, dass du alle an der Olympiade teilgenommen hast. Das ist aber ein Riesenfehler, ja, dass wir diese 1-Million-Euro-Frage, die Olympiade ist die Zeit zwischen 2 Olympischen Spielen. Deswegen, wenn euch mal jemand sagt, er hat an der Olympiade teilgenommen, dann könnt ihr sagen, das tut mir aber leid. Ja, weil der war dann nie bei den Olympischen Spielen. Die Zeit dazwischen. Ja, die Zeit dazwischen ist eine Olympiade. Also wir beide haben schon an Olympiaden teilgenommen. Ja, genau. Ja, ja. Super, ja, genau. Für mich auch als Klugscheißer. Immer regelmäßig an den Olympiaden teilgenommen. Ja. Also ich bin von uns beiden ja der Klugscheißer oder Besserwisser. Das hättest du nicht sagen müssen. Nee. Ja. Gefährliches Halbwissen, sag ich dann. Aber das ist ja gut zu wissen. Das ist so eine Millionenfrage. Ja. Ne? Und die Rekordteilnehmer sind aus Reiten und demnächst hoffentlich aus Tischtennis Timo Boll, der dann an seinen 7. Spielen teilnehmen würde. Okay. Gut, du hast nach deiner Medaille abgebrochen. Du hast gedacht, ich habe eine. Schöner kann es nicht werden, genau. Ja. Gut, Michael Phelps hat weitergemacht, der hat 30, aber wenn man es muss, dann... Jeder, wie er es braucht. Das ist wahrscheinlich so eine Ego-Sache gewesen. Ist der Zustand im Olympiadorf wirklich so chaotisch und wild, wie man das so hört von Geschichten, oder ist das alles entspannt? Ich kann dazu nichts sagen. Okay, kein Kommentar. Okay, weil sonst haben wir das Piepsen wieder drin. Es ist ein, genau. Ich habe gehört, hier wird alles weggepiepst. Das wäre blöd für die Zuhörer. Es kommt auf den Gast drauf an. Es ist eine Atmosphäre, die unvergleichlich ist, in jeder Hinsicht. Okay. Und du triffst einfach Sportler, die du sonst nur im Fernsehen siehst, Sportarten, die du nicht schauen würdest sogar und dann toll findest und andersrum. Und früher zu unserer Zeit konnte auch noch jeder zu allen Wettkämpfen gehen. Heute sind ja alle Tickets weg. Die Athleten dürfen kaum noch irgendwo hin. Heute ist alles bei den Sponsoren und die Stadien sind dann halb leer. Hm. Früher waren die Stadien voll, weil natürlich du auch zu anderen Sportarten deiner Teammitglieder gegangen bist und hast die angefeuert. Ja. Hast du ein Beispiel für, die du normalerweise nicht schauen würdest, trotzdem aber total spannend sind? Ich habe damals in der Tat modernen Fünfkampf mitverfolgt, weil da ja auch Schwimmen ein Teil ist und Fechten und Reiten und ich glaube, was noch mit Rennen. Das hätte ich, wenn mir einer gesagt hätte, wir fahren jetzt mal nach Los Angeles und gucken uns modernen Fünfkampf an, hätte ich gesagt, nö. Mega Idee. Ja. Danke, nein. Ja, das die, thank you, but no thank you. Ja, oder Pistole schießen. Es gibt viele, ist ja unglaublich weit gestreut. Heute wird es ja immer noch verrückter, weil die zwangsmodernisiert werden sollen, die Spiele. Das heißt, du hast dann Skateboard und all so ein tolle Sportarten. Aber da wäre ich jetzt ja wieder ein großer gesagt, Fan. Aber dass die. Ja, aber ich, denn jetzt bei zum Beispiel BMX haben sich alle möglichen auf die gelegt, ja, und sich alles Mögliche gebrochen. Und du musst dich fragen, ist das olympisch? Also es gibt schon. Ich würde jetzt sagen, das ist eher was für Olympia, aber nicht für die Olympischen Spiele. Genau. Kann man das so zusammenfassen? Das stimmt. Also zusammenfassend gesagt, früher war mehr Lametta. Und jetzt ist sie eine wunderbare Brücke natürlich, weil früher war auch beim Tennis mehr Lametta. Und da hast du ja so ein bisschen deine sportliche Managementkarriere eingeleitet unter dem guten Kollege Tiriak. Ja. Wie war das, mit ihm als Typ zusammenzuarbeiten? Weil er ist ja schon eine Marke, würde ich jetzt mal sagen. Unglaublicher Lehrmeister, wahnsinnig versiert. Das gibt einem
ein unglaublich sympathisches Gefühl, wahrscheinlich das sympathischste Gefühl, das man als Leibeigener haben kann oder so. Das ist sicherlich, sicherlich ein Vorteil, dass er es gut rüberbringt, dass es immer noch so eine Art menschlich ist. Aber man lernt natürlich alle Facetten des Sportmanagements. Und aus rumänischer Sicht. War auch der Anfang des ATP, glaube ich, da wurde da gesetzt in dieser Zeit? Na, das war, ich sehe so aus, optisch könnte man das denken, ja, das war aber dann doch 35 Jahre vorher. Ach doch. Aber die, ja, die haben das doch schon gespielt, da gibt es so Leute wie Ken Rose, aber die ein Jahrzehnt ungefähr davor kam dieser Skandal durch Tiriak, dass sich dann die ATP gegründet hat, weil die Spieler Geld haben wollten für das, also diese Amateurisierung in das Profitum. Und dann haben die Spieler sich zusammengeschlossen, um ein Gegengewicht zu den Turnieren zu haben, weil es ja schon Milliardengeschäft geworden. Ja, wie alles im Grunde oder die größten Sportarten zumindest. Jetzt ist natürlich Tiriak eine Nummer. Was kann man so vom Managementstil in die heutige Zeit übertragen und was kann man als Unternehmer von dem Tiriakschen Managementstil sich abgucken oder vielleicht unbedingt nicht übernehmen? Also unbedingt nicht übernehmen, weiß ich nicht. Man kann sich viel abgucken. Also erstmal Disziplin. Und das ist ein großer Vorteil, weil das hast du gerade bei so einem trainingsintensiven Sport wie Schwimmen gelernt. Du musst dich deswegen, ich habe nie Kindergeburtstag gehabt, ich habe nie eine erste Schulstunde erlebt. Viele sagen, das merkt man, aber das ist, weil ich immer im Wasser war zu der Zeit und abends auch wieder. Und im Shampoo war offensichtlich auch irgendwas. Aber die Disziplin ist wichtig, die du lernst. Und das lebt der Tiriak bis heute mit über 80 noch vor. Ja, also er hat immer den Leuten gesagt, wir arbeiten 24 Stunden für sie und wenn das nicht reicht, auch noch nachts. Ja, also das ist so, und so war der auch. Also wenn er gesagt hat, geh du auf dein Zimmer, wir sind jetzt permanent um die Welt geflogen, um Dinge zu organisieren. Und wenn er gesagt hat, geh auf dein Zimmer und ruh dich erstmal aus, dann konntest du in dein Zimmer gehen. Und bevor du den Koffer auspacken wolltest, war der wieder am Telefon und sagt, this is enough break, let's go on. Ja, und also dann der Weg zum Zimmer quasi war der Weg zum Zimmer war schön. Die Pause, genau. Ja. Okay. Ja, interessant. Wie oft hattest du dann direkten Kontakt mit Boris Becker? Die einen oder anderen werden ihn noch kennen. Auf einer täglichen Basis. Ja. Also tägliche Basis. Auch bei den Turnieren laufend, ja. Kann man ihn, wie man ihn da kennengelernt hat, mit dem heutigen Boris Becker vergleichen, beziehungsweise von seinen Charakterzügen und wie er sich gibt? Ich glaube, was man noch erkennen kann heute ist, dass er auch aus extremen schwierigen Lagen wieder nach oben kommt oder zumindest sich wieder aufrappelt, weil das hat er auch eine unglaubliche Disziplin. Es gibt, glaube ich, kaum so einen disziplinierten Sportler wie Boris. Der Rest ist einfach, wenn du mit 17 Jahren in die Welt geschmissen wirst, mit unglaublichen Summen, ich weiß nicht, was es mit anderen 17-Jährigen macht. Ja, und gut, heute ist nicht so schlimm, weil heute heißen die anders, ich will jetzt gar nicht sagen, aber sonst beleidigte Leute heißen die Creator oder irgendwas, machen dann irgendwelche Dinge und dann haben angeblich viel, aber er hat mit viel Trainingsdisziplin doch eine Karriere erreicht wie kaum ein anderer. Ja, es war ja ein hartes Stück Arbeit, ne? Also ich meine, du vergleichst es jetzt mit Creatoren, da ist es natürlich auch Arbeit, aber da muss man auch viel Glück haben, dass gerade alles zusammenpasst. Aber das war natürlich auch ein Weg, den er sich selbst erarbeitet hat, wo er sich immer wieder auch an die Spitze gekämpft hat. Und das jetzt, sieht man ja jetzt auch in den vergangenen 10, 20 Jahren wie so ein Stehaufmännchen. Ja? Also Totgesagte leben ja länger, sagt man, ja. Und das ist so das, was ich so mit Boris Becker verbinde, dass er immer wieder irgendwie einen Weg findet, wie er wieder aufsteht, sozusagen. Und Elon Musk hat, bevor PayPal kam, PayPal 1 bis 10 in die Insolvenz getrieben. Also ist 10-mal gescheitert und dann kam PayPal. Ja. Und dieses Wiederaufstehen, glaube ich, ist auch ein Typus Mensch, den du, das musst du haben, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Erst aufhören, wenn es erfolgreich war. Habe ich gestern Abend noch irgendwo auf einer Insta-Story gesehen, hat jemand gefragt, ja, wie lange soll ich denn den Kunden anrufen? Naja, bis du den Deal gemacht hast. Genau. Ja? Und das ist eben so dieses Nicht-Aufhören, den unbedingten Willen zu haben, es zu einem Erfolg zu bringen und dann auch bis dahin zu kommen, dass man eben dieses Umsetzen letzten Endes, also den Erfolg dann auch zu wollen. Und das ist, glaube ich, was nur wenige wirklich in sich haben. Es gibt eine schöne Anekdote zu der Art, wie Tiriak gearbeitet hat, auch wie die Wahrnehmung von Dingen anders sein kann in anderen Ländern. Ja, als dann Wimbledon 1 gewonnen war, vor Wimbledon 1, als Boris gezeigt hat, es wird ein Spieler werden, der in die Top 10 kommt, ja, gab es unglaublich viel Verhandlungen, auch mit einem Duschhersteller, ja. Die gibt's gar nicht. Kennt gar keiner mehr, genau, aus dem Raum Darmstadt. Duschdas, Badass. Ja, Duschdas, genau. Und dann sind die hingegangen und gab es ein Meeting dort. Und dann wurde reingegangen und dann war die ganze Geschäftsleitung da. Oh ja, wir freuen uns, ist ja ein sehr talentierter junger Spieler. Und dann hat er ja gesagt, wir müssen hier gar nicht groß reden. Ja, hier ist ein Umschlag, da ist unsere Vorstellung drin. Ja, ich muss telefonieren, Sie müssen arbeiten, wir haben ja alle nicht viel Zeit.
lesen sich das durch und ich komme in 30 Minuten wieder und sagen Sie ja oder nein. Ich brauche keine Begründung, nur ja oder nein. Bei ja, das spielen weiter, bei nein gehen wir einfach. Und ist gegangen. Und ich bin sitzen geblieben, weil ich mir gedacht habe, das ist aber eine interessante Art, das ist witzig, coole Nummer. Ja. Und so nach 10 Minuten habe ich gedacht, okay, der kommt nicht wieder. Und dann bin ich, habe gesagt, ich muss mal kurz gucken, wo der ist. Die waren völlig konsterniert, die Leute. Dann bin ich raus, habe gesagt, war im Auto, telefoniert, sage ich, coole Nummer, aber die sind da oben ein bisschen verstört. Sagt er, nein, wir haben ja noch 20 Minuten, dann gehen wir wieder hoch. Ja. Wir kamen wieder hoch, die haben den Deal natürlich nicht gemacht, weil die gedacht haben, das ist ein bisschen unverschämt, was der als Methode macht. Und bei Wimbledon 1, nach Matchball, irgendwann hat er gesagt, jetzt haben sich gerade 30 Leitsordner in den Arsch gebissen. Ja, nämlich alle die abgesagt haben, haben jetzt plötzlich gemerkt. Ist ja wie eine Wette, ne? Natürlich. Genau. Und da wird man natürlich dann auch wunderbar darauf vorbereitet bei sowas. Aber ich finde die Anekdote schön, dass Boris Becker immer wieder aufgestanden ist. Und das finde ich auch bemerkenswert. Da waren jetzt ja keine kleineren Rückschläge, die er hatte. Und das gilt für Sportler natürlich auch wie für Politiker. Da hast du ja auch einiges irgendwie zu erzählen. Was war spannender? Du hast jetzt sehr starke Einblick in die deutsche Politikerlandschaft genossen. Leiter Öffentlichkeitsarbeit und auch für den ein oder anderen recht prominenten ehemaligen Bundeskanzler. Ja. Und dann hast du natürlich das prominente Pendant auf der Gegenseite in den USA gehabt. Wie unterscheiden sich die beiden Lager? Also grundsätzlich, ich glaube, das darf man aussprechen, war das damals Helmut Kohl. Ja, mhm. War ich zwischen 28 und 30 Jahre in der, im Kanzleramt und eben auch in der Parteizentrale als Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Er hat aber damals auch den Weg geebnet, hat gesagt, geh rüber, guck dir die US-Wahlkämpfe an. Das war der Wahlkampf Clinton damals, also Grassroots, also rausgehen, die Leute auf der Straße ansprechen, was man heute als mit Kulis und Schirmen kennt. Das ist damals entstanden. Oder auch Wahlwerbespots. Bist du da interessanter zu machen? Ich bin, genau. Die Partei, genau. Und die, aber immerhin orange, also gute Farbe. Ja, die, was hat sich geändert in so eine komische Türkise, also was ganz Eigenartiges, ja. Ist schon eine gute Zeit gewesen. Und das, du lernst viel über die verschiedene Art. Der Deutsche ist nicht so zugänglich wie der Amerikaner im Wahlkampf. Und jetzt kann man auch Kohl und Obama überhaupt nicht vergleichen. Das, viele Jahre dazwischen, Jahrzehnte dazwischen und eine ganz andere Typ Mensch. Zeit, ja. Ja. Aber natürlich unglaublich spannende Zeit gewesen mit Kontakten, die bis heute halten. Ja, und auch tolle Charaktere. Also Helmut Kohl natürlich auch eine unfassbare Erscheinung, muss man ja auch sagen, in seiner Zeit. Und auch unglaublich viel ja auf die Beine gestellt, unabhängig jetzt mal von der Wiedervereinigung, die Witter, er ja mit also verantwortet hat. Wiedervereinigung. Witter scheint was Gutes zu sein. Okay. Ne? Die Witter kommen immer weiter. Ja. Das Interessante bei Kohl war, dass es auch so etwas Ähnliches ist. Ja, als er Kanzler wurde, das war ja lange vor meiner Zeit, aber als er Kanzler wurde, haben die Leute sich alle totgelacht. Ja, Helmut Schmidt hat gesagt, du brauchst gar nicht auspacken. Ja, und 18 Jahre später hat er dann gepackt. 18 Jahre später. Also wieder eingepackt. Dann. Wieder eingepackt, genau. Also das ist schon auch da, sich durchzusetzen als Birne, als irgendwas verlacht zu werden, ja, laufend. Aber es ist halt der einzige Skandalfreie, den man wirklich hatte bis zum Schluss. Da gab es dann halt mit Spenden hin und her. Aber was in den USA überhaupt kein Thema ist. In den USA werden ist Spenden ein opportunes Thema. Ja. Und das ist auch viel besser gelöst. Das heißt, du kannst als Individuum nur eine gewisse Summe spenden. Und dann können sogenannte Superpacks, Political Action Committees, also ja, Freunde für Camper, in das kannst du dann jede Menge Geld reinspenden. Aber alles ist transparent. Deswegen gibt es nie das Thema eines Skandals. Und die großen Unternehmen spenden immer in alle Lager. Einfach um safe zu sein. Ja. Wobei wir auch nur zwei Lager haben in den USA, anders als hier. Ja. Was vorteilhaft ist hier und da? Ja, erklärt vieles, das sieht man ja hier. Ja. Wenn es sich in Kleinteiligkeit gibt, wir haben ja fast Zustände wie bei der Weimarer Republik wieder, haben wir lauter kleinen Abspaltungen jetzt und das ist nie hilfreich. Ja, Wahlen entscheiden sich nicht bei der Wahl, sondern eigentlich bei Koalitionsgesprächen. Absolut. Und wir haben ja eine Partei, die praktisch das nur noch als Zweck hat. Ja. Genau. Mit der FDP ist halt schwierig geworden. Ja, dass wenn dein einziger Inhalt nur noch ist, ich mache den König, dann wird es schwierig im Vergleich. In der späteren, vor allen Dingen in der Regierungsphase, dann wird es halt schwierig. Ja. Das ist halt ein Riesen, ich meine, das sieht man jetzt. Ne? Das ist eben für alle Parteien, die da beteiligt sind, ja ein Riesenspagat ist. Ja? Und jeder versucht halt irgendwo Kompromiss zu finden, was nicht immer gelingt, offensichtlich. Und das ist super schwierig. Ja? Und dann ist es natürlich einfacher. Wobei ich muss sagen, aus meiner Beobachtung heraus, früher war es ja so, dass wenn dann, ich sag mal, der Präsident aus dem einen Lager kam, war ja auch das Lager der anderen Partei oder das andere Lager ja im Grunde genommen alle standen hinter dem Präsidenten. Ja. Ja, und das hat sich ja auch schon geändert. Ne? Aber es macht natürlich einiges einfacher, wenn du entweder das eine oder das andere wählen kannst. Also es ist in der Regel anders, ich bin in den USA geboren. Bei uns Amerikanern ist es so, dass du intern natürlich schon entweder für den Präsidenten oder den bist.
Ja, aber wenn von außen einer, also wenn jetzt ihr kommt, dann kriegt ihr halt von beiden auf die Klappe. Ja, weil das nach außen steht, nach das außen Land immer. Ja, und das ist halt schon so ein Thema. Das hat sich mit Herrn Trump ein bisschen geändert. Das war dann die Nummer zu viel. Ja. Ich wollte es gerade sagen, weil es ist ja eine schöne Geste, dass man sagt, man kann ja in sich auch Themen und Meinungsverschiedenheiten haben, aber wenn man damit rausgeht, dann geht man mit einer klaren Meinung und in eine Richtung. Das ist ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was unbedingt wichtig ist. Aber unter Trump hat sich das natürlich stark verändert, weil natürlich auch er als Person sehr polarisiert und kontroverse Kommentare von sich lässt, woher auch immer er die holt, aber irgendwie ist das ja, jeden Tag vergeht ja, oder es geht ja kaum ein Tag noch, wo nicht wieder irgendwas Neues aufpoppt. Also ist ja kein, ist kein Politiker. Das, man muss auch für die Politiker mal eine Lanze brechen, ja. Die Politik sind die Vereine der Demokratie. Also wenn sich niemand mehr politisch engagiert, ihr nicht als Unternehmer oder junge Menschen gar nicht mehr in die Politik gehen, weil sie sagen, wir wollen da, werden da laufend angeblöckt deswegen oder beleidigt, dann haben wir Chaos irgendwann. Ne? Unser Land lebt von der Tätigkeit aller Leute, die sich in demokratisch gewählten Parteien, da gehört auch die AfD dazu, sich engagieren. Ja, man muss sich politisch auseinandersetzen und das geht in Deutschland gerade so ein bisschen verloren und das ist in den USA unter Trump komplett verloren gegangen. Der Trump arbeitet nur mit Beleidigungen. Ja, und mit irgendwelchen Geschichten, die nicht stimmen, Unwahrheiten. Ja. Ja. Aber wenn du eine Unwahrheit halt 1 Million Mal wiederholst, ja, dann bei manchen, in gewissen Bereichen, also die Anhänger von ihm, glauben manche Dinge. Also ich fand es immer schwierig, ich habe selber hier auch in Vreden Lokalpolitik gemacht und ich fand es immer schwierig, wenn es darum ging zu sagen, was viele halt schnell machen, das, was andere machen, schlecht zu reden. Das machst du in Unternehmen ja auch nicht. Du gehst nicht hin und sagst, die anderen sind scheiße, deswegen kaufst du lieber uns, sondern du sagst den Leuten ja, warum die jetzt dein Produkt kaufen sollen und nicht den Vergleich zu ziehen und zu sagen, das ist alles blöd bei den anderen und das passiert ja in der Politik regelmäßig. Ich mag das überhaupt nicht, weil es ja viel, viel wichtiger ist und das wollen auch die Leute gar nicht hören, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, Lösungen anzubieten und dann den Wähler wählen zu lassen, welche Lösung er letzten Endes bevorzugt. Und das ist sowas, was mir eigentlich auch so missfällt, dass das eben immer auch in Debatten, die du siehst im Bundestag und so weiter, ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Und deswegen, glaube ich, auch haben viele so eine Politikverdrossenheit, dass sie sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Es ist immer nur das Gehacke auf die anderen, sondern einer schimpft auf den anderen. Genau, einer schimpft auf den anderen und irgendwie geht nichts voran. Und deswegen, das ist schade. Und das, aber was du sagst, ist natürlich wichtig, dass Unternehmer und Unternehmen natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen müssen, um da sich und sich politisch engagieren sollten, damit auch andere, alle Bürger das eigentlich wieder tun, also oder die meisten tun. Grundsätzlich können, finde ich, nur Leute auch Politik kritisieren, die auch wählen gehen. Also jemand, der gar nicht wählen geht, hat direkt das Recht verloren, Kritik zu üben, weil er hat ja die Möglichkeit gehabt, was zu tun. Engagieren ist ganz wichtig, ja. Und wichtig ist, das sagst du auch, jetzt gehören natürlich Reden so im Bundestag, das verstehe ich auch, dass die Menschen draußen dann denken, was das für ein Blödsinn sind ja nur eine Showveranstaltung. Ja? Also auch Lesungen zu Gesetzen, die sind längst verabschiedet. Oder das findet ja in Gremien statt, die Arbeit. Aber das ist immer halt auch wie die Lage, Rede in den USA, die Rede zur Lage der Nationen, ist eine reine Showveranstaltung. Ja? Da wird gemessen, wie oft stehen die Leute auf und klatschen und sowas. Die Inhalte sind minutiös ausgearbeitet über Wochen. Das dürft ihr ja selbst miterleben. Ja, immer wieder über Wochen. Jede Nuance wird da bedacht als eigentlich ein Showstück, ja? Für den Wähler nach draußen. Die Arbeit passiert ja in ganz anderen Bereichen. Ja. Ja, was mir auffällt, was du sagst, finde ich sehr gut, Björn, dass du sagst, die Leute hacken nur noch aufeinander ein. Das ist aber so ein bisschen unsere Mentalität, die zunimmt, dass die Leute nur noch beurteilen, ja, also judgmental, statt zu fragen. Ja. Das heißt, die fragen gar nicht mehr, die sagen, wieso bist du jetzt da und da, warum machst du das? Und beurteilen das gleich, statt zu sagen, warum machst du das? Also es fragt gar keiner mehr, es wird einfach nur noch weggewatscht. Ja? Und das ist auch der Fehler im Umgang mit der AfG, dass alle draufschlagen und wenn du auf was draufschlägst, wird es immer stärker. Ne? Das ignorieren. Ist der Leila-Effekt. Ignorieren, ne? das genau, ja. Der Leila-Effekt, ja. Das ist sehr gut. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich würde nochmal gerne das Thema Politik jetzt so ein bisschen abschließen mit einer Schiller-Gestalt, Lichtgestalt in Amerika, und zwar Obama. Mhm. Das ist ja so mein Lieblingscharakter als Präsident, und weil er halt einfach maximal eloquent ist, super sympathisch, humorvoll, gebildet, also alles, was der irgendwie gemacht hat, hat gefühlt Hand und Fuß. Aber ob es so ist oder nicht, ist jetzt mal, sagen wir mal, dahingestellt sein. Das fühlt sich zumindest für mich so an. War der auch wirklich so cool, wie er sich gibt, wenn die Kamera läuft? Oder wie ist er als Mensch? Ja, grundsätzlich sind diese Menschen massiv zielgetrieben. Ja, sonst kommst du da nicht hin. Ja. Ja? Auch schon gar nicht mit den Anfeindungen. Der erste Afroamerikanische, der Wahlkampf war brutal hart gegen John McCain.
ja, eine US-Legende auf der republikanischen Seite, der sehr, sehr fair war. Also als Leute im Wahlkampf haben wir das oft erlebt, auf dem Campaign Trail, wie man sagt, dass Leute gesagt haben, der Obama hat AIDS nach Deutschland gebracht. Ja? Das ist ein Terrorist oder irgendwas. Und da hat McCain ja immer gesagt, nee, das ist ein ehrenhafter Mann. Ja, mhm. Wir sind unterschiedlicher Meinung, aber bitte nicht so einen Blödsinn erzählen. Der musste viel wegstecken. Und dann gab es ja, die Kampagne war ja fast zu Ende, als einer seiner Pfarrer in der Kirche, in der er jetzt vielleicht dreimal war, dann sehr, sehr anti-weiße Äußerungen abgelassen hat. Und dann hat sich herausgestellt, der war nur dreimal in der Kirche. Also er musste auch viele Sachen überwinden, aber ist in sich ein sehr eloquenter, sehr ruhiger und sehr cooler Mann, der top gearbeitet hat, alle Ziele erreichen. Nein, weil das geht auch gar nicht. Das kann man von keinem erwarten. Ja. Wer erreicht jedes Jahr alle Ziele, die er sich setzt? Niemand. Ja. Ah, und wenn, dann sind sie halt schlecht. Außer Camper. Ich wollte gerade sagen. Wenn, dann sind sie schlecht gesteckt, hätte ich jetzt noch gesagt. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen kontrovers gerade. Ja, sehr schön. Jetzt habt ihr mich sogar so hoch, können die Ziele nicht sein. Aber es ist die genau. Man muss auch ja. mal. Man muss auch unten anfangen. Ja, man muss auch mal abstecken. Aber auch, wer auch noch sein Ziel erreicht hat, war gestern Abend Taylor Swift, nämlich Las Vegas. Um jetzt hier mal eine wundervolle Überleitung. Seine Überleitungen sind der Hammer. Ja, also das. Ich fand die jetzt auch richtig. Nicht nur diese, sondern auch andere. Ja, ja, ich war ein Lob, es war ernst gemeint. Ich kann ja mit Lob schlecht umgehen, aber ich fand es selbst toll. Ja. Ich weiß nicht, wo es hinführt, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es gut war. Du bist halt einfach nicht dran gewöhnt. Ja. Wenn es jetzt zur Bundesliga führt, wäre es eine schlechte gewesen. Ja, das stimmt. Naja, also, aber die Taylor Swift hat gestern Abend ihr Ziel erreicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich finde das so spannend, dass eigentlich unabhängig vom Super Bowl, der jetzt stattfand, dass eigentlich alle Themen sich zwar irgendwie in dem Kontext Super Bowl drehen, aber um Taylor Swift mit dem Super Bowl. Wie stark kann eine Person in der Außenwirkung, in dem Einfluss, den sie auf ein Land und eine ganze Welt hat, werden? Du merkst ja, dass die Welt sich generell massiv schnell vorwärts bewegt und ändert. Ja? Hätte ich dem Vater von Björn, hätte ich ihm erzählt, es gibt irgendwann mal einen Podcast, hätte A nicht gewusst, was es ist, und B gedacht, das ist Blödsinn. Ja? Dazu macht ihr das sehr erfolgreich, es ändert sich ja alles, aber dadurch wird auch alles schneller und die Dinge sind viel mehr miteinander verbunden als vorher. Das heißt, reden jetzt Leute, auch ganz andere Menschen über Camping, gar nicht wissen, was Schweiß und Absaugen ist. Und so hast du die Situation auch dort im Entertainment. Das überlagert den Sport, weil es da mehr Leute sind. Das heißt, sie hat diesen ganzen Super Bowl praktisch überschattet, positiv wie negativ, aber ganz anders wurde wahrgenommen als vorher. Es war viel wichtiger, ob sie aus Tokio vom Konzert zum Super Bowl kommt, als ob irgendeiner der Spieler verletzt ist oder nicht, die man ja eigentlich braucht für das Spiel. Ja, da hat sich viel eine Randerscheinung. Der Super Bowl ist eigentlich eine Randerscheinung. Ja, also im Spiel geht es doch schon lange nicht mehr. Das stimmt, aber ist ja überall so. Das ist ja Eventfans gibt es immer mehr als Fans. Ja, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber ich glaube, dass du da siehst, dass so jemand wie sie einen unglaublichen Einfluss hat durch die sozialen Medien. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, du brauchst heute keine Labels mehr, um bekannt zu werden als Künstler. Das kannst du auch selbst machen. Ja, indem du einfach genügend Follower hast und dann dein Produkt verkaufst zum Downloaden. Ja, früher waren es die Plattenlabels. Ja. Aber du siehst natürlich auch, wie es in die andere Richtung gehen kann. Kann Taylor Swift, sie wurde ja bitter attackiert von Trump. Ja, und das ist schon die Antwort. Ja, das zeigt, dass er weiß, wenn die sagt, der Mann auf gar keinen Fall, dann hat das auf eine vielfache Millionenzahl Menschen einen Einfluss. Und in der Regel Jungwähler. Und das wäre so eine Art nachgereichter Obama-Effekt, weil damals Obamas größter Erfolg war die ganzen jungen Leute, die nie wählen gegangen sind, über Twitter damals, genau. Also heute Ex, damals Twitter. Natürlich. Ja, genau. Die Leute zu holen, das war ein Riesenerfolg. Und das ist jetzt genau das Thema, was die Demokraten auch haben, weil das ist ein extrem junger, flippiger Kandidat am Start. Und deswegen könnte das Demokraten helfen, wenn etwas Jüngeres kommt. Ja, wobei auch der amtierende Präsident, jeder amtierende Präsident, hat einen Vorteil, weil er einfach weiß, was er tut. Und das haben wir bei dem Vorgänger und hoffentlich nicht Nachfolger halt gemerkt, dass das nicht so war. Das stimmt vollkommen richtig. Und ich frage dich natürlich diese Frage, weil du nicht nur einfach ein Gefühl zu dieser ganzen Künstlerwelt hast, sondern weil du ja selbst 16 Jahre lang der Manager von dem legendären Luciano Pavarotti warst. Und, interessante Überleitung von Taylor Swift, aber gut. Ja, ja, ich habe auch gerade. Ja, ich habe sozusagen 8 Taylors gemanagt. Gewichtmäßig. Richtig. Ja. Ja. Und wahrscheinlich auch 8-mal so viel Arbeit, wie du immer weißt, es nicht. Ja. Aber wie kam es dazu, dass du da der Manager von Luciano wirst?
Also es war relativ simpel, weil wenn du Leute betreust, die im Tennis tätig sind, wie wir gehört haben, dann besuchen viele Prominente, auch wie gestern den Super Bowl, besuchen Tennisturniere. Und der war einfach beim Tennisturnier zu Gast. Ich habe ihn kennengelernt. Damals ging es um Werbung bei den Spielern, so kleine Aufnäher auf den Armen. Gab es da viel Geld für die Spieler. Und er saß in der Loge und hat gesagt, wieso kriegen die so viel Geld für so einen kleinen Aufnäher? Sag ich, ja, das ist halt der Deal, so läuft das ab. Und dann hat er gesagt, guck mal, was bei mir alles draufgehen würde. Ja, allein mein Rücken ist so groß. Und habe ich gesagt, der Rücken ist aber uninteressant, weil der guckt ja zum Orchester. Ja, das bringt nichts. Ja, so war das ein bisschen flapsig. Und dann hat er gesagt, eine schöne Geschichte, dann hat er gesagt, dann komm doch bitte vorbei bei mir, lass uns mal drüber reden. Ja, und drei Tage später hat mich dann Tiriak angebrüllt, dass ich arrogant wäre, weil ich überhaupt nicht reagiert hätte. Da habe ich gesagt, ich reagiere nie, weil es war auch mal Whitney Houston in der Loge. Und dann hat die gesagt, hier ist meine Nummer, wenn ihr irgendwann mal kommen wollt, dann ruf an. Und irgendwann wollte mal jemand zu ihr und ich habe angerufen und die Antwort war, delete this number. Ja, also insofern, ja. Ich habe später mit ihr gearbeitet, deswegen konnte ich die Geschichte ihr selbst erzählen. Das hat sie auch nicht wirklich wahrgenommen, aber die so kam das zustande und wir haben dann lange geredet mit ihm. Er hat gesagt, ich soll kommen. Er hat so eine kleine Wohnung, das waren dann 1000 Quadratmeter am Central Park. Ja, und dann hat er selbst gekocht. Also und dann ging das 16 Jahre lang. Extrem bodenständig. Das ja. Kochen? Ja, Kochen, alles bodenständig. Und rund ums Kochen war sowieso bei Luciano wichtig. Wir haben auf der Tour in jedes Hotel, in die Suite, immer eine vollwertige Küche eingebaut. Weil er auch selbst gekocht hat? Jeden Abend, fürs ganze Team. Oh, das ist aber interessant. Nudeln selbst gemacht, alles. Immer nonstop gekocht. Auch gegessen. Das hat man gesehen. Man sieht. Ja, also dass er nicht nur gekocht, sondern auch gegessen hat, konnte man. Gibt es eine sehr also, schöne Geschichte. Ich hatte gerade eine tolle. Ja, erzähl ruhig. Ja. Wir waren einmal im Jahr sind wir nach Meran in die Fat Farm. Das heißt, so haben wir es genannt. eigentlich nennt man das so eine Art Spa. Also er wurde dünner gemacht, ja, für die Tour. Ja, weil immer zum Ende des Jahres hat er ein Gewicht erreicht, dass wir gesagt haben, jetzt geht's mit Privatjets nicht mehr, die heben nicht ab. Ja, sondern wir müssen irgendwas anderes tun. Und dann sind wir in die Fettfarm nach Meran. Und dann hat er immer nur so Teller bekommen mit ich weiß gar nicht was, das war widerliches, also irgendwie so Suppen, ganz schlimm. Und war hoch verzweifelt. Und dann gab es einen Spieler, war ja Juventus-Turin-Fan, ja, und also generell ein riesen Fußball-Fan. Und dann gab es ein Spiel Champions League. Und in dem Spa gab es in den Zimmern keine Fernseher. Und der Leiter von dem Spa hat gesagt, du kannst zu mir nach Hause kommen, da kannst du das gucken. Und Luciano ist ganz langsam gelaufen damals, auch oft mit so einem Ding gefahren, mit so einem Scooter. Oh, das ja, und da ist er die 7 Treppen hochgesprintet, wir waren wie so eine Verjüngungskur und ist in die Küche gerast, hat den Türschrank aufgerissen, Kühlschrank, weil er gedacht hat, geil, ich kann bei dem jetzt essen, weil der lädt mich ja ein, der hat ja alles. Und reißt die Tür auf und dann stand da No Maestro und zwar komplett leer. Und dann haben wir das ganze Haus durchsucht und nur er hat Essen gefunden, Kekse, so eine Riesentüte Kekse gefunden, die hat er gegessen. Dann hat er uns jeweils einem abgegeben, Edwin Tinoco, seinem Assistenten und mir. Wir durften einen Keks essen, waren widerlich, ganz widerliche Kekse. Und dann irgendwann hat sein Assistent gesagt, Felix, komm mal her, guck mal kurz. Da sage ich, hast du auch einen? Sag ich, ja, die sind eklig, die sind ja ganz alt. Und da sagt er, nein, das ist Hundefutter. Ja, also hat Luciano eine Tüte Hundekekse gegessen, aus reiner Verzweiflung, mit großer Begeisterung. Aus reiner Verzweiflung. Ja, also mal so... Ja. Sehr bodenständig. Aber das ist ganz okay, weil auch für Hundefutter gelten bestimmte sehr strenge Vorschriften. Das ist auch in Italien, ich bin nicht sicher. Ja, okay, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ich hatte nur gerade so eine Idee, weil du hast gesagt, den Rücken kann man nicht verwenden, weil er ja zum Orchester dann quasi steht. Aber das wäre was für Dirigenten. Stimmt. Oder? Guter Punkt. Guter Punkt, haben oder? Haben wir uns gemacht. Jetzt guckt ein neues Geschäftsfeld neues heute. Geschäftsfeld. Hier bei Kemper. Auf den Wrack vom Dirigenten. Hinten drauf. Dann genau. Die Labels dicke Werbung. Drauf. Kemper. Sieht so geil aus. Kemper-Werbung. Ich sauge jede Note aus dem Orchester. Genau. Ja. Ach, guck mal, Slogan haben wir auch schon. Slogan. Es läuft. Es läuft. Ja, also aber ich kann das immer noch nicht so richtig fassen, dass weil Luciano ist ja ein absoluter Weltstar. Ja. Und wie ist der mit so Druck umgegangen und mit Wettbewerb? Gab es das für ihn oder wie hatte der so sein Mindset, würde man auf Deutsch sagen. Im Wettbewerb war er sehr zuversichtlich, sage ich mal. Da gibt es genau was zu sagen gleich. Aber generell war das ein relativ einfacher Mensch, wenn er die Dinge bekommen hat, die er brauchte. Zum Beispiel ein riesiges Glas Wasser mit Eiswürfeln drin. Zum Schock eines jeden HNO-Arztes, der immer gesagt hat, das sollte er vielleicht besser nicht tun. Immer hat auch immer im Zimmer so seinen Stuhl haben wir aufgestellt, dass er direkt in dem Föhn der Klimaanlage stand. Ja, also ganz eigenartige Angewohnheiten gehabt, ja, die ihm aber wichtig waren. Wenn das nicht so war, wurde es schattig. Wir haben irgendwann auch mal so ein, nicht nur weil er da stand, sondern auch so, ja, stimmungsmäßig. Wir haben einmal zum Beispiel, hat er gesagt, es gibt drei schöne Geschichten, kann man kurz erzählen. Eine Sache war, weil die nie mehr verloren gegangen sind, dann hat er gesagt, ich
was ist, wenn ich auf Toilette muss während des Konzerts? Ja, ich will nicht die Treppen runterlaufen bis hinten in die Katakomben. Haben gesagt, okay, wir stellen so ein Dixie-Klo, das macht jede Band, auch Taylor Swift, in die Backstage, in die Quick Change, also wo du schnell umziehen kannst. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich da reingehe, dann muss ich mit dem Ding wieder rausgehen. Ja, weil ich kann, glaube ich, mit dem Dixie-Klo auf die Bühne. Ja, dann haben wir gesagt, okay, es gibt ja auch Behinderten-Dixies, also diese großen. Ja. Da haben wir es dahingestellt und ich schwöre, ich kann das hier nicht so sagen, wie ich sagen wollen würde, ja. Aber dieses Dixie-Klo wurde nie sauber gemacht, weil da war nie was drin. Ja, aber er wollte einfach wissen, dass da eins ist. Wir haben es einfach nur, dass er es hat. Und wir haben dieses Scheißklo immer irgendwo hinbauen müssen, auch bei wenig Platz. Es musste immer da sein. Das war Teil 1. Teil 2 war Las Vegas. Wunderbar, da war ja gerade der Super Bowl. Schweineheiß. Ja, seine zweite Frau wollte mit ihm shoppen gehen. Wir haben gesagt, vielleicht nicht so eine gute Idee bei über, also 100 hätte ich fast gesagt, über fast Fahrenheit 40 Grad. Ja. Fahrenheit, ja, 107 oder so, das war besser nicht. Die waren natürlich, wie das so ist mit Frauen, ja, happy wife, happy life. Natürlich sind die einkaufen gegangen. Danach war er völlig fertig und ganz sicher, dass er stirbt. Ja, und hat uns das auch mitgeteilt. Hat gesagt, die Show heute Abend kann ich nicht singen, weil der wird er wahrscheinlich schon nicht mehr leben. Haben gesagt, ja gut, dann sollen wir mal einen Arzt kommen lassen. Ja, wäre besser. Und ein Pfarrer sagt, lass uns erstmal einen Arzt holen. Ja, und dann haben wir einen Arzt geholt. Da war er wirklich, wirklich dabei. War sicher, dass es den Arm nicht erlebt, weil er völlig halt, wie ein Hitzschlag. Ja. Der Arzt hat gesagt, soweit alles okay. Ein bisschen Sauerstoff würde ihm jetzt gut tun. So kleine Sauerstoffflaschen wurden geholt. Dann hat er Sauerstoff zu sich genommen und hat abends eine Show gesungen, 3,5 Stunden lang, länger als jede andere Show. Und von da an hat er immer Sauerstoff gehabt. Ganz genau. Mussten wir immer Sauerstoffflaschen dabei haben. Ja. Nimm mal 2 kleine Sauerstoffflaschen mit an Bord eines Flugzeugs. Ja, schwierig. Also so Dinge gab es schon. Ansonsten super bodenständig. Ja, das Jahr hat sich immer geredet, hat in Barbados angefangen, dann ging es in den USA auf Konzerte, dann ging es im Sommer nach Modena oder Pesaro an der Adriaküste. Da hat er geprobt auf der Terrasse und unten am Strand haben die Leute ihre Stühle umgedreht und zugehört. Nein. Ja, ganz bodenständig. Und Pavarotti and Friends, diese Charity-Konzertreihe. Mit den Tenören? Nee, das waren das 3 Tenöre. Pavarotti and Friends war Crossover mit den ganzen Stars aus Rock und Pop. Klar. Einmal im Jahr als Charity-Konzert. Und Bono wollte nie mitmachen. Von U2. Dann, ja, er hat gesagt, nee, will ich nicht. Ich finde das irgendwie komisch mit Klassik und so. Ich weiß, da machen alle mit, aber ich will nicht mitmachen. Und dann hat Luciano Bono eingeladen nach Pesaro. Und sein Vater war auch ein sehr guter Tenor. Ja, von dem hat er es eigentlich gelernt. Bäcker, aber sehr guter Tenor. Und dann hat der Vater gesungen abends. Ja, und Bono war völlig begeistert. Und dann hat der Vater mit dem bisschen Englisch, was er konnte, zu Luciano gesagt, wenn du meine Stimme gehabt hättest, überleg mal, was aus dir hätte werden können. Ja? Und dann hat Bono gesagt, ihr seid geil, da komme ich. Ja, ihr seid eine coole Familie. Also schon sehr viel Italienisch und Familie. Guter Mann. Ich habe gerade eine andere Idee noch, oder nicht eine andere Idee, sondern ich frage mich eigentlich, das ist so das, was du jetzt, ich sag mal, auch super spannend ist um den Künstler herum. Aber es muss ja auch, ist ja wie ein Unternehmen, was da auf Tour ist im Grunde genommen. Ja, also ich meine, für uns ist schon immer eine Herausforderung, dass alles so läuft, wie es laufen soll, mit Teilen, die kommen müssen, mit Kapazitätsplanung, welche Aufträge kommen rein und so weiter und so fort. Und wenn ich mir vorstelle, das ganze Ding ist dann quasi auch noch on the road, es ist wie ein Unternehmen, was quasi unterwegs ist. Oder sehe ich das falsch? Absolut, das ist, ich glaube, wenn Leute immer da sind oder Gäste waren, Sponsoren oder von Unternehmen, die dann immer, habe gesagt, letztendlich machen wir das Gleiche wie ihr. Ja, mit einem Unterschied. Euer Kunde sagt vielleicht, okay, 5 Tage später geht auch noch, wenn das Ding hier ankommt. Ja, unsere Kunden sitzen da an dem einen Abend. Ja, an dem einen Abend zu dieser Uhrzeit und die können nicht weg. Ja, also wenn du nicht kommst, hast du ein Thema. Ja. Und die Logistik ist bei so Konzerten, selbst wie Luciano oder auch 3 Tenöre, sind 15 bis 16 Tieflader. U2 reist mit 45 Tiefladern. Ja, und das ist halt alles. Du machst aber davor auch Proben. Das heißt, ähnlich wie ihr auch Abläufe besprecht und probt oder durchsprecht, ja, und guckt, ob es funktioniert, so ist es da auch. Du baust die Bühne mit allen Stagehands, mit allen LKWs in einer Lagerhalle, irgendwo auch in Vreden, kein Thema. Du baust eine große Lagerhalle, wo die Bühne reinpasst, baust du sie 30 Mal auf und ab. Bis jeder Handgriff sitzt. Bei der Formel 1, genau. Da wechseln die auch die Räder, wahrscheinlich tausende Male, bis er in 3,2 Sekunden schafft. Genau. Schaffen. Da baut man dann einfach das immer wieder auf und ab. Das Orchester oder die Band probt und die Stage-Crew probt genauso. Ja. Ja, damit jeder LKW, jede Kiste steht an einem Punkt. Wenn die einmal an einem anderen Punkt steht, hast du Chaos im Ablauf. Und da reicht eine einzelne Kiste.
Wie viele Leute sind da unterwegs? Oder wenn jetzt mal, nehmen wir mal Luciano, wie viele Leuten wart ihr unterwegs? Feste Crew waren 45 und örtlich immer bei großen Open Airs hast du 400 bis 500 ohne Ordner, also insgesamt dann knapp 1000, die du bewältigen musst, dass da jeder da ist, wo er hingehört. Bei Hallentouren ist ein bisschen weniger. Aber du hast schon so ein, du machst ein Tourbook, ja, auch heute noch als Book und online, weil wenn das iPad mal aus ist und derjenige weiß nicht, wo er hingehen soll, im Tourbook steht alles drin. Du klebst dem Künstler, eingespielte Abläufe, dem Künstler klebst du auf dem Boden, wo er ist, dass er nicht in Gelsenkirchen sagt, hallo Vreden. Ja, ne? Oder weil das, er einfach, das kann passieren. Ne? Ja, deswegen klebt auf dem Boden immer, du bist in. Ja. Ja, und dann das Mini-Abläufe. Also ich sag, viele Leute haben, jeder hat seine Aufgabe und die muss genau passen und du hast halt, einer hat die Oberaufsicht. Ja, du hast, es gab jetzt auch noch größere Projekte, die du gemacht hast. Du hast ja auch mit anderen Künstlern noch gearbeitet. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, Rihanna, Justin Bieber, war das nochmal natürlich eine Spur größer oder wie stellt man sich das dann vor in der Dimension? Bei Bieber und Rihanna ist nochmal größer, weil es eine andere Art ist. Ja? Weil die Show noch, wie also bei Luciano ist es ein Orchester, ein schönes Bühnenbild und der Tenor. That's it. Der echte Musik macht. Ja, ja. Ja? Und zwar nur er und das Orchester mit echten Instrumenten. Ja. Ja? Stromausfall. Mein Gott. Hörst du in den ersten 20 Reihen trotzdem noch. Ja, ja. Weil Orchester und Sänger. Das andere ist ja doch viel mehr von Technik abhängig. Ja? Das heißt noch viel mehr Aufwand. Das ist schon anders. Da ich aber bei den Bereichen oft nur die Vermarktung gemacht habe, also die Sponsoren, war das der etwas einfachere Weg. Aber auch dort hast du den gleichen Ablauf überall auf der Welt. Ein Tourbook, da muss sich dran gehalten werden an die Choreografie. Und du musst die Dinge auch so machen. Wenn der Künstler anfängt, wie Herr Bieber, dann mit dem Segway durch die Halle zu fahren, während dem Aufbau, den kannst du auch schlecht rausschmeißen. Ja, nur einmal. Dann verzögern sich auch Abläufe. Ja, und das ist ganz diffizil, wie das abläuft. Und wenn dann so ein paar Sachen stören, in Anführungszeichen, musst du halt eingreifen. Ja, aber das haben wir dann mal gemacht mit dem Kollegen Bieber. Und auch gerade, wo du sagst Bieber, da gibt es ja auch eine interessante Geschichte zum Thema Social Media und die Künstlerwelt. Das ist, hast du mir mal irgendwann nebenher erzählt. Ja, mit Bieber, ich weiß, was du meinst. Der Vorfall mit Bieber hatten wir das Auftaktkonzert in Miami von dem US-Teil der Tour. Und die Bieber-Fans heißen ja Belieber. Ja, tolle Menschen. Belieber? Ja, Belieber heißen die, ja. Die bei Gaga heißen Little Monster. Bei Bieber heißen die Belieber. Hier heißen die Camperista. Oder also das ja, Camperisti, die Campers. Ja, genau. Ja, was blöd ist, weil es eure Familie, die Campers ist jetzt nicht auch, du bist einer. Ja. Aber nein, die sind auch Fan. Camperisten. Die sind aber auch Fan. Die sind auch Fan, glücklicherweise. Die Camperisten, das ist für die man eine Lanze bricht. Ne? Ja, genau. So, ja. Oh, wow. Ja, oh, jetzt. Lanze für die ganz kreativ. Und dabei ist heute nicht mal Freitag. Ja. Genau, ja. Stimmt. Ihr müsstet dann einblenden, wer hier wie heißt, sonst kommt der Witz nicht an. Ja, das ist so ein Name. Das wissen die natürlich längst. Ihr habt ja eure eigene Fanbase. Ja. Bei Bieber war das so, dass die Bieber-Fans sind relativ cool. Das heißt, die schreien das ganze Konzert durch mit dem Geräusch, haben wir mal gemessen, lauter als eine Boeing 747 beim Start. Ja, also von der Dezibelzahl ist unfassbar. Und durchgehen auch. Durchgehen. Die fangen an, Bieber hat was angefangen, was wir alle gesagt haben, das ist ein bisschen komisch, aber er fand das cool. Es gibt ja immer so einen Show-Countdown und der Bieber-Show-Countdown ist 10 Minuten, weil er das wollte. 10 Minuten läuft eine Uhr runter. Da war dann so ein Schlüsselsymbol und dann läuft 10 Minuten die Uhr runter und 10 Minuten lang schreien die ansteigend, bis dann null ist und der Bieber kommt und dann drehen sie völlig durch. Und alle halten ihr Handy hoch und filmen. Also die gucken wahrscheinlich die Show, sehen die erst zu Hause, weil die das ganze Show sind die beschäftigt mit Schreien und Heulen und dann und mitsingen. Und filmen. Ja? Und filmen, genau. Ja. Und irgendwann gehen mal wirklich die Hälfte der Arme alle runter und dann kurz wieder hoch. Warum? Weil es wurde ein Tweet veröffentlicht, als der Bieber auf der Bühne war. Ja, und dann haben auch die Belieber gedacht, das ist komisch. Ja, den kann doch der Justin mal selbst geschrieben haben. Ja, Überraschung. Ja, aber das hat dazu geführt, dass mehrere Millionen dann zunächst mal verloren waren und mühsam zurückgewonnen werden mussten. Weil die enttäuscht waren, ja, weil dass sie es denken, nicht Bieber das selber gar nicht, ist, der genau. Getwittert hat. Du sitzt hat, ja hier, sitzt ja nun ja. Björn Kemper und Fred Lanz selbst. Sie sitzen wirklich hier, falls das jemand nicht sieht, nur hört. Die ja, sitzen ja. Wirklich wir sind's. Ja, das war da nicht so. So. Ja, genau. Jetzt stell dir vor, was ausbrechen würde, wenn die rauskriegen würden, dass ihr es gar nicht seid. Ja, ja, genau. Ja, ja, würden wir auch einige Millionen Follower würden wir verlieren. Oder wenn rauskäme, dass der Camper-Account gar nicht von Björn und mir selbstständig bespielt wird auf Instagram, sondern dass wir da Mitarbeit dafür haben.
Ja, das, ja, das wäre fatal. Ich würde das, wenn das jemand rausfinden jetzt würde. Jetzt müsste es piepen. Also Podcast. Wenn das so wäre eigentlich. Viele Geheimnisse werden verraten hier ganz viel. Ja, ja. Aber nein, ich finde es ist ein unglaublicher Einfluss von Social Media, den man da sieht. Ja, aber jeder weiß das. Also die meisten haben, glaube ich, nicht die Ironie, dass das so ist. Aber man glaubt irgendwie trotzdem so ein bisschen dran, dass wenn man dann, wenn Justin Bieber was postet auf Twitter, X, wie auch immer. Also, aber in dem Moment ist es so völlige Klarheit, er ist es nicht, der da das postet, sondern jemand anders. Glaub, und dann ist da diese Enttäuschung wahrscheinlich. Ich glaube, das ist die Altersgruppe natürlich, auch der Altersgruppe noch geschuldet gewesen, die heute alle wahrscheinlich selbst drüber lachen, weil die ja mitgewachsen sind. Ja? Das ist sicherlich ein Thema, aber ich glaube, das ist... Also sicherlich geht kein Tweet raus, ohne dass ein Künstler das weiß, um das mal zu sagen. Und viele schreiben auch selbst. Das ist ja, gibt ja beide Arten von Künstlern. Ne? Entweder sind die Fans ein bisschen enttäuschter, wenn der Künstler sagt dem Management, schreib doch mal was, ja, poste mal das und das. Ja, genauso ist das Management hochnervös, wenn du einen Künstler hast, der das sehr aktiv selbst betreibt. Auch in der Politik, bei Trump ist der Kommunikationschef, hat sich wahrscheinlich alle Woche irgendwie vom Balkon stürzen wollen. Ich glaube, dass sie nicht schlafen. Ja. Die einfach immer wach sind und versuchen direkt immer Delete zu drücken. Wir brauchen so einen Filter in Live-Channel. Kann ich da durchleiten, ja oder nein? Also ich denke, das wäre wahrscheinlich... Was nichts hilft, weil wenn dann im Interview gesagt wird, du hast ja was gesagt, was man bei Frauen so machen darf, was Frauen sich wünschen, wenn du prominent bist, willst du hier nicht sagen, ja, das ist nicht so gut. Das haben wir direkt wieder deleted und dann wurde er darauf angesprochen in Interviews, ob was denn da deleted wurde und hat dann nochmal erzählt, was da deleted wurde. Oh, ja, also das ist natürlich, dann funktioniert auch kein Filter. Es gibt die ganz unkontrollierbare Version auch. Wahrscheinlich haben alle schon stehen da wahrscheinlich schwitzend und fragen sich, was er jetzt wohl wieder sagt. Ja, wenn du der Kommunikationschef bist und du guckst auf diese Mall bei der Vereidigung, bei der Inauguration und er sagt, das sind 2 Millionen Menschen. Und dann haben die das erste Mal dummerweise auch noch zu der Inauguration die Mall den Rasen abgedeckt mit Terracover. So Plastik, das legen wir auch in Stadien, wenn Konzerte sind, da kannst du drüber fahren. Aber es ist halt weiß. Ja, und wenn dann jemand draufsteht, ist halt weiß. Und es war halt die Hälfte weiß auf der Mall. Ja, und die war vorher bei Obama halt schwarz. Also nicht wegen vieler Menschen. Schwarz vor Menschen. Muss man politisch heute aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen über der Ausführung, aber das Bild kann ich mich noch gut dran erinnern. Da gab es einen Vergleich, auch online irgendwo zu sehen, wie viel mehr Menschen bei Obama waren, bei der Inauguration. Ich bin mal gespannt, wie es dann bald ist bei dem nächsten Präsidenten. Aber das Thema hatten wir schon. Und das Thema Kommunikation hast du jetzt gerade wunderbar eingeleitet, weil die Kommunikation hat sich ja in den letzten 20 Jahren maximal verändert. Und du bist im Advisory Board einer Firma aus dem Silicon Valley, die die mit maßgeblich das Thema Kommunikation durch die Einführung eines Smartphones beeinflusst hat. Um jetzt keine Namen zu nennen. Ich weiß auch nicht, von wem du redest, aber das scheint zu stimmen. Und, wie fühlt es sich an, am Zahn der Zeit zu sein, was quasi den Gang der Welt mitbestimmt, zumindest stark beeinflusst? Also der eine Einfluss kam ein bisschen vor meinen Erlebnissen. Meine hingen mehr mit dem Bereich iTunes zusammen und mit Künstlern. Da ist es aufgekommen. Früher sollten ja Künstler nie bei Download-Plattformen mitmachen. Ja, das Label war massiv dagegen. Aus verständlichen Gründen. Aus verständlichen Gründen. Und wobei es auch für die Künstler im Nachhinein durchaus auch schöner war, CDs zu verkaufen, als jetzt muss eine Vielzahl mehr von Downloads haben, um die Summen zu verdienen, die früher. Deswegen ist Touring jetzt wieder ganz oben, weil alle gehen mit zu hohen Ticketpreisen auf Tour, weil das andere nicht mehr hilft. Nein, wenn Technologie kann Menschen verändern und das Leben verändern. Und das Smartphone hat sicherlich die ganze Welt verändert. Ja, und das ist das mitzuerleben ist schon spannend. Und auch da brauchst du Menschen mit Vision und Durchsetzungsvermögen. Und Luciano war ja auch einer der Ersten, die, oder wenn ich der Erste meine ich, der auf dieser Plattform dann ein Musikstreaming quasi ermöglicht hat. Sicherlich der Erste, dem es komplett egal war, was das Label denkt, weil er den überwiegenden Teil des Umsatzes gemacht hat damals mit seiner Musik. Ja, und auch heute, 15 Jahre nach seinem Tod, immer noch der zweitmeistverkaufteste Klassikkünstler ist, muss man auch mal festhalten. Das war ein wesentlicher Einfluss. Und auch Pavarotti and Friends, also wenn ein Großer vorgeht, gehen halt andere, die ähnlichen Einfluss haben, den Weg auch mit. Ja. Wobei, ich finde das spannend, beide Dinge erwähnt, also einmal iTunes und dann das besagte Smartphone. Es war nicht die Technologie an sich, sondern eigentlich die Plattform.
Ja, also diese Plattform, das Plattformdenken letzten Endes war das, was die Revolution eigentlich mit sich gebracht hat. Dass man das auch dieses offene, vermeintlich am Ende, wenn man es jetzt sieht, in der Entwicklung, aber dieses offene, diese Plattform, dieser Plattformgedanke, dass jeder daran mitarbeiten kann im Grunde genommen und daran teilhaben kann und das Endprodukt sozusagen besser machen kann. Also das war, glaube ich, einer der großen Erfolgsfälle, also aus meiner Sicht zumindest. Zunächst waren es 3 Geräte in einem, das ist ja noch die berühmte Vorstellung, das hat auch geholfen. Ja. Und dieses System, das alles mit allem redet, ja, zu jeder Zeit, du trägst einen Termin ein, der ist überall zu sehen, macht es für viele einfach auch einfach. Ja? Und noch einfacher, wenn du ein neues Gerät einrichtest von dem alten und es sieht genauso aus. Ja, also man überlegt, was das früher für ein Schach war. Bei Nokia, ja? Da warst du ja einen Tag lang warst du geblockt, ja, mit Nummern, ja, übertragen, ja, und ja, ne, das war natürlich ein Riesen. Aber auch Nokia hat damals zu der Zeit die Welt revolutioniert. Ja, ja, weil das einfach der berühmte Knochen in den Autos, wo früher, ja, solche riesigen Autotelefone, ja, waren, ja, ist, also ist immer, braucht immer Pioniere, ja, damit es vorangeht. Und der aus dem Valley war sicherlich auch einer. Und das ist natürlich eine Lichtgestalt, Steve Jobs. Wie war der privat? Weil man kennt nur diese Videos auf Einschlägen, Social-Media-Plattformen. Aber wie war der Mensch privat? Wie hast du den kennengelernt? Ich glaube, er ist einer der zielstrebigsten Menschen überhaupt. Er wird noch alles übertreffen, was ich jemals so gesehen und erlebt habe. Ja, ein gnadenlos ein Ziel verfolgt. Man kennt ja auch das Leben, ne? Wenn du aus deiner eigenen Firma rausfliegst und dann zurückkommst und sie noch mal größer machst, ja, dann musst du ja auch, und du bist ja nicht arm rausgegangen, hättest auch einfach lassen können. Ja, also es ist aber dieses, nicht Ego, sondern diese Zielstrebigkeit, diesen Willen zu haben. Er war, ja, halt noch nicht, ja, fertig. Ja, war noch nicht, ja, fertig, genau. Die Mission war bei weitem noch nicht erreicht. Ja, und das, was passiert ist, war offensichtlich nicht das, was er dachte, was passieren soll. Ja, und wenn du in das Unternehmen zurückgehst und dann erstmal alle fragst, warum die überhaupt noch da sind, ja, weil du selbst wärst schon weg, weil es viel zu langweilig ist und die Leute dann aufbaust zu dem, wie Johnny Ive, ja, den Top-Designer, der ihn gefragt hat, warum bist du hier? Das ist furchtbar, warum bist du? Geh doch. Und er sagt, nein, wenn hier Visionen sind, möchte ich gerne bleiben. Und das hat sich, glaube ich, bewahrheitet, ja, sehr nachdrücklich. Und er hat natürlich auch jemanden an der Seite gehabt mit Tim Cook dann, der auch, du hast ein, denke ich, sicherlich sehr impulsives Genie gehabt auf der einen Seite mit maximalem Interesse, die Dinge voranzutreiben. Auf der anderen Seite jemand, der sagt, okay, vielleicht sollten wir dann nochmal mit denen reden und nicht nur brüllen. Ja. Wir haben ja das Thema hier Unternehmertum und Mittelstand. Jetzt ist natürlich so ein Konzern jetzt kein mittelständisches Unternehmen, aber man kann natürlich eine Menge davon lernen. Ich selber nehme immer oder habe immer gerne ein Zitat mitgenommen, wo wir auch immer nach arbeiten, auch von Steve Jobs, dass er gesagt hat, es macht überhaupt keinen Sinn, Experten sich ins Unternehmen zu holen oder gute Leute ins Unternehmen zu holen und denen dann zu sagen, was sie zu tun haben, sondern die sollen das machen, was sie, genau, für richtig halten. Und das ist immer so ein Ding, was ich anderen Unternehmern auch immer gerne mitgebe, dass man eben sich Spezialisten reinholt, Leute, die wissen, was sie tun und die auch machen lässt. Was kann ein Unternehmen noch von einem solchen Unternehmen lernen? Aber das da massiv gelebt, immer noch. Ja, kann man nur allen empfehlen. Er damals auch gesagt hat, warum soll ich Leute holen, die schlechter sind als ich? Ja, die brauche ich ja nicht. Sondern ich brauche Leute, die besser sind als ich. Und dann muss ich davon lernen und arbeiten damit. Ja, das ist nur heute so. Und es wird auch vorgelebt, auch mit dem Kupke, zum Vorstandschef, der um 5 Uhr anfängt zu arbeiten und lebt es vor, obwohl er das jetzt auch nicht müsste, ja, gehaltsmäßig. Aber die leben es vor und das ist wichtig. Ich glaube, was man noch lernen kann, ist, bei Apple gibt es kein eines Komitee. Es gibt einen, der macht iPhone, einer macht die Watch, einer macht die Watch Ultra. Er ist organisiert wie ein Startup. Das ist wie ein Startup. Ja. Das sagt er ja auch, wird heute noch gesagt, ist der größte Startup der Welt. Ja, aber es ist immer eine Zuständigkeit. In den Teams wird gearbeitet. Und Tim Cook sagt ja von sich selbst, ich arbeite mit Menschen. Mein überwiegender Teil am Tag ist mit Menschen. Das heißt, ich rede mit den Heads, ich rede mit den Leuten, wo sind wir, welche Themen müssen wir besprechen, was müssen wir ändern, was können wir ändern, was können wir nicht ändern. Und dann wird immer an dem Thema gearbeitet, immer mit dem Ziel, dass der Mensch was bekommt, was er auch gebrauchen kann, was er nutzt. Immer, was du auch gesagt hast, Björn, immer basierend auf dem, was kann ich damit machen? Wie hilft es den Menschen weiter? Ja. Ja, hilft es den Menschen weiter? Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Und eine Sache, zum Beispiel die Jobs, das weiß ich noch überhaupt nicht, mochte, waren Umfragen. Ja, er sagte, Umfragen sind sinnlos. Da gibt es ja auch Henry Ford, ne, der gesagt hat, ne, wenn die gefragt hätten, die sagt, ich hätte gerne ein schnelleres Pferd, weil die das Auto ja gar nicht kannten. Genau. Ja. Und bei den wenn es Umfragen gegeben hätte zu iPhone oder iPad, weiß er, möchtest du ein Tablet sein? Nö, trag mein Essen selbst rein. Ja, ich brauche das nicht, weil die Leute gar nicht wussten, was es ist.
Und deswegen, du musst, ich glaube, wenn Unternehmen orientiert sind an dem, was der Kunde will, ist es sicher gut. Das hast du natürlich, ihr habt ja auch, ihr stellt her und habt Kunden. Du hast natürlich oft auch einen Kunde, der erwartet dann einen Tiger, ja, einen schönen weißen Tiger, der alles kann und hat aber, ist nur bereit, das Budget für eine kleine Hauskatze auszugeben. Ja, und das ist natürlich oft auch ein Problem, dem solche Konzerne gegenüberstehen. Da musst du schauen, dass du versuchst, Produkte zu entwickeln in verschiedenen Segmenten. Und das kann man da auch lernen. Einfach zu gucken, wie kann ich denen helfen, ohne meine eigene DNA komplett aufzugeben. Ja, aber ich glaube, also ich finde den Umfragen, da bin ich total bei dir, dass man, wenn man so einen visionären Drang hat, wie jetzt die Firma hat, nun mal, dann machen Umfragen nicht viel Sinn, weil man kann ja nicht von der Masse erwarten, dass sie diese Vision auch selbst hat und initiiert. Also man muss eigentlich neue Visionen vorgeben. Ich glaube, es gab tatsächlich eine Umfrage zum Tablet, die war völlig bodenlos gecrashed, hat kein Mensch sowas braucht oder benötigt. Aber natürlich, wir wurden ja alle eines Besseren. Das iPhone war ein Unfall, weil der schöner Unfall, ja, ja. Weil der Bildschirm in der Größe des iPads noch nicht hergestellt werden konnte. Das iPad war eigentlich das Urziel. Das Tablet und das andere war praktisch der Kompromiss. Dann machen wir halt das erstmal einen milliardenschwerer Kompromiss, positiv gesehen. Ich glaube, dass man immer gucken muss, wie sich das. Damals war der Wunsch der Menschen nach schnellerer und mehr und einfacherer Kommunikation ein Riesenwunsch. Dazu musste natürlich festgestellt werden, woran das lag und dass der Wunsch da war. Vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, ich weiß es ja nicht selbst, da müsst ihr dann sagen, bin ich sicher, dass den Leuten völlig wurscht war, ob sie im Schweißrauch gestanden haben oder nicht. Ja? Weil nicht irgendwann hat dann mal wahrscheinlich einer gesagt, Leute, ist aber gar nicht so wirklich gesund, was ihr da macht. Und dann wurde festgestellt, es ist nicht gesund. Dann war aber auch, wurde nur festgestellt, es ist nicht gesund. So, und irgendwer muss ja irgendeiner mal gesagt haben, da muss das mal irgendwie weg. Ja, ja, wobei, das wurde dann legalisiert oder argumentiert, dass man, wenn man an Tag einen Liter Milch trinkt, dass sich das dann quasi wieder aufhebt, dass sich das egalisiert, wenn man das über die Milch... Das ist wie Bleach bei Corona von Herrn Trump. Genau. So ungefähr. ungefähr. Nur mit aber weniger Nebenwirkungen. Immer die Feststellung von etwas, der will, dass die Menschen was ändern wollen. Ja, und irgendwann ist die Leute, dass aber auch die Menschen sagen, ja, ich will jetzt andere Kommunikation betreiben. Oder Menschen sagen, dann schweiß ich nicht mehr. Mhm. Wenn das ja, du hast das ja immer, ne? Wir haben gestern Abend über Gutpflicht gesprochen und wann die eingeführt wurde. Und ich konnte mich daran erinnern, dass damals, also ich war da noch sehr klein, und dass es Diskussionen gab, dass Leute gesagt haben, ich habe das mitbekommen bei irgendwelchen Gesprächen, wo mein Vater mit Leuten sich unterhalten hat, ja, das ist voll gefährlich, weil da kommt man gar nicht mehr so schnell aus dem Auto beim Unfall und so. Ja, solche Argumente hatte. Ja, klar, man erfindet seine eigene Wahrheit irgendwie und sagt, ja, ne, damit dann geht das und das nicht mehr und das ist zu gefährlich. Und irgendwann, das dauert halt eben seine Zeit, bis dann, das ist ähnlich wie beim Schweißrauch, ja, dass dann keiner wollte eine Absaugung kaufen, ja, weil natürlich niemand auf diese 2 Liter Milch, die man bekommen hat, oder 1 Liter Milch verzichten wollte. Klar. Ja? Beim Gurt, weil ich weiß, es ist dummerweise etwas frischer als ihr, mit dem Gurt die Diskussion, ja, aber die Situation damals war, dass der Gurt erst dann sich durchgesetzt hat, als die Kopfstütze kam, auch hinten. Weil natürlich, wenn du das überlegst, ne, wenn du im Sitz gehalten wirst und dann nach hinten gerissen, ist ein praktisch bestellter Genickbruch. Ja, bei einem großen Auge. Erst als die Kopfstütze dieses Festhalten im Sitz abgefedert hat, haben die Leute gesagt, jetzt ist gut. Ja, du konntest also besser. Trotzdem musst du es auch erstmal dahin kommen und Leute sagen, es ist mir egal. Ja. Ja, und auch die Akzeptanz natürlich, ne? Und das hat man ja in vielen Bereichen auch beim Skihelm. Wenn man heute auf eine Skipiste geht, da hat wirklich ausnahmslos jeder einen Skihelm auf. Und wenn du als Skifahrer ohne Skihelm kommst, gucken dich die Leute an, wie als ob du hier von einer anderen Welt kommst, weil die sagen, was ist mit dir nicht richtig? So wie wir die Chinesen mit der Mundmaske vor Corona. Genau so. Die wussten schon, was kommt. Dieses Visionäre ist natürlich immer spannend und jetzt gerade ist ja erst die Vision Pro rausgekommen, die Mixed Reality Brille. Und ich finde es unfassbar, weil es wieder so ein Riesenwurf ist. Also wir haben keine Virtual Reality und wir gucken durch eine Brille und sehen da irgendwie so Sachen, sondern wir gucken durch eine Brille und sehen die echte Welt und gleichzeitig können wir Screens und alles nach Belieben da rein projizieren. Es ist alles connected mit unseren Endgeräten. Es ist eine komplett neue Art zu arbeiten. Und das Erste, was ich zu Björn gesagt habe, nachdem ich das gesehen hatte, ist, wenn ich heutzutage ein Monitorhersteller wäre, würde ich mich schleunigst nach einem neuen Geschäftsmodell umschauen, weil früher oder später wird durch diese Technologie kein Monitor mehr benötigt, weil du hast den Monitor quasi immer durch deine das Googles. Das ist auch nicht das Ziel des Unternehmens, ne? Weil es verkauft ja auch. Auch ne? Das, ja, ja. Aber gut, wenn dafür mehr Brillen verkaufen, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, dass immer in der Mitte die Wahrheit liegt. Die Leute, das ist ein tolles Tool, ist super geil, was es für Filme gibt jetzt auch schon, wo Leute halt dann in ihre Mikrowelle reinrennen,
mit der Brille auf, weil sie da denken, da ist ein Gang, der da nicht ist. Also es wird auch da wieder zu vielen Dingen führen, dass das zeigt, es ist schon cool zu wissen, dass es noch ein echtes Leben gibt. Ja. Also, aber auch das, was du gerade sagtest, ist ja etwas, was man machen sollte. Also dass man die Innovation rausbringt, die vielleicht auch andere kannibalisieren. Ja? Also ein guter Freund von uns hat das mal gesagt, weiß ich auch nicht, ob es von ihm war, wenn man ein guter Weg, der sicherste Weg zu wissen, ob das Pferd tot ist, auf dem du reitest, ist, wenn du es selbst erschießt. Genau. Ja? Kodak hat das nicht getan damals. Ja? Die hatten die Digitalkamera quasi im Keller verstauben lassen, weil sie das Filmgeschäft, weil das IBM so, auch ja? nicht. IBM ist, auch so ein, ist auch so ein genau. Beispiel. Ja? Ja. Und das ist das, was du gerade ja auch sagtest, dass man von als mittelständisches Unternehmen, als jedes Unternehmen kann eben davon auch lernen, ja, aus dieser Thematik, wie man, wie du das gerade sagst, dass im Grunde genommen man sich um jedes Thema einzeln kümmert, aber das dann am Ende nur in den Zusammenhang bringt, sodass man wie so kleine Mini-Startups in den Unternehmen hat und einzelne schlagkräftige Abteilungen hat. Und das ist, glaube ich, so ein Fazit, was man daraus ziehen kann, was unheimlich wichtig ist, um eben ja, auch mithalten zu können, mit der Entwicklung letzten Endes. Größte Erfolg, Erfolgserlebnis von vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, was ich auch ein bisschen angeeignet habe, ist, und was zum Beispiel da bei Apple ja, sagt Apple selbst von sich, groß, ganz groß und ganz oben steht, ist, der Erfolg ist dadurch entstanden, dass man öfter Nein als Ja sagt. Ja, und das ist die, und das Nein auch Nein ist, also viele Dinge, die auf den Tisch kommen und man sagt, okay, oh, guck mal, eine fliegende Absauganlage. Wow, muss gar nicht mehr aufstellen, die fliegt im Raum. Ja, braucht jemand? Nein, dann sollen wir es auch nicht. Ja, die Konsequenz in der Entscheidung, glaube ich. Ja. Und das Nein, ich meine, Apple will nicht wissen, wie viele Leute weiter an die Tür klopfen und irgendwas Tolles und Wegweisendes haben. Ich glaube, da bleibt es auch nicht aus, anders Nein zu sagen. Wir haben allerdings Ja gesagt, und zwar zu einem völlig neuen Festival in unserer Branche, nämlich die Urban Street Rockstars. Du bist mit im Gründerteam der Firma, die Urban Street Rockstars dieses Jahr in Berlin ausrichtet. Und wir wollen, oder wir werden zwar nicht so innovativ sein, wie Apple das in seiner Zeit mit dem iPhone war, aber ich glaube, wir haben schon da eine ganz tolle Sache auf die Beine gestellt. Was ist so dein Gefühl zu Urban Street Rockstars? Ich finde es super gut, weil ich glaube, das ist schon was man vergleichen kann. Ja, weil damals haben viele Unternehmen, die Erfolg haben andere furchtbar geärgert. Ja, ich bin sicher, am schönsten finde ich, dass die Urban Steel Rockstars wahrscheinlich der Messe Essen Kopfschmerzen macht. Ja, und das ist cool, weil das zeigt, das ist ein neues System. Ja, und ich glaube, das zeigt, als ihr mit der Idee kamt, ja, und ihr seid ja zwei Visionäre, ne? Ich weiß, du sagst es selten, aber Frederik ist auch ein Visionär, habe ich gelesen über dich. Ja, also die Presse schreibt. Ja, genau, schreibt die Presse. Genau, das kommt raus, wenn man selbst vier Wochen an seinem Wikipedia-Antrag arbeitet. Ja, wer Visionen hat, wie war das noch? Genau. Helmut Schmidt. Genau. Ja, soll zu Arzt gehen. Aber ich glaube, dass das die Branche aufrütteln wird, weil es einfach ein kleiner, feiner, top ausgesuchter Kreis ist, die ja mitmachen mit mehreren tausend Besuchern, die aber sehr zentral und sehr zentriert und sehr in ganz anderer Art Informationen mitbekommen werden als vorher. Weil du siehst ja, wo die großen Messen sind alle. Die IAA gibt es in der Form kaum noch, weil die Unternehmen sagen, warum soll ich für 40 Millionen hier einen Stand hinstellen, ja, durch den die Leute durchlaufen. Und am Ende sind ganz wichtig, andere Parameter wichtig für die Entscheidung. Ja, und das ist... deswegen findet man das Unternehmen aus dem Silicon Valley auch nicht auf Messen, sondern sie machen ihre eigene Veranstaltung. Und das ist praktisch so etwas. Ja, das ist ne, wie heißt es jetzt? Uber Eats Music Hall wird praktisch dann zum Steve Jobs Theater des Schweißens. So kann man das wunderschön sagen. Und letztendlich hat die Firma aus dem Silicon Valley auch dazu beigetragen, weil Kommunikation sich in dieser Zeit verändert hat. Als mein Vater Schweißfachhändler war, musste der auf Messen gehen, um sich einfach abzudaten, um zu wissen, welcher Hersteller bietet was an, wo sind Innovationen in dem Bereich, was muss ich im Programm haben, was ich meinen Endkunden verkaufen kann, sonst kommt ein anderer damit und dann bin ich bei dem Endkunden raus. Heutzutage, bevor ich einen Fuß auf die Messe mache, habe ich über Newsletter, Social Media, Webseiten, ich habe alle Informationen schon bekommen, welche Firma was Neues vorstellt. Positiv wie negativ. Ja, aber ich muss halt nicht hin, um das zu erfahren. Ja. Ich gehe eigentlich nur dahin, um mir das A, entweder live anzuschauen und mal anzufassen. Tire-Kicking, würde unser Jochen jetzt sagen. Oder ich gehe dahin, um zu netzwerken, um mich mit Leuten zu unterhalten, auszutauschen, Fachgespräche zu führen und einfach dieses Miteinander zu pflegen. Und genau das ist ja der Ansatz von Urban Street Rockstars. Wir stellen die Kommunikation und dieses intensive Erleben, gemeinsame Erleben in den Vordergrund, starke Impulse zu bekommen, die man mit nach Hause nehmen kann und natürlich das Top-End der Hersteller auch auf einem Punkt konzentriert zu haben, die dort ausstellen. Der Erfolg wird die Idee beweisen.
Ja, richtig. Bin ich sicher. Und zum Messeessen sehen wir uns ja als Ergänzung, gar nicht als Wettbewerb, weil wir einen ganz anderen Ansatz fahren, weil wir nicht eine klassische Fachmesse sind, sondern eine Fachmesse mit Festivalcharakter. Und das, glaube ich, beißt sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es soll die Branche beleben und auch für jüngere und die neue heranwachsende Generation in unserer Branche an Entscheidern auch ein Ort sein, wo man sich austauscht und unter Gleichgesinnten einfach auch, während man übers Fach spricht, auch gleichzeitig viel Spaß hat. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du nennst, auch dass junge Leute davon begeistert sind oder begeistert werden, genau, letzten Endes, weil die brauchen wir als Nachwuchskräfte auch in die Anwender, ja, also die Schweißer an sich, die Produkte verwenden, weil ohne die letzten Endes hat das Ganze überhaupt gar keinen Sinn, das zu tun, weil eben das die Leute sind, die letzten Endes am Ende die Produkte benutzen, und davon brauchen wir viel, viel mehr, die fehlen uns. Und damit kann man natürlich auch einen Beitrag leisten dazu, um das Handwerk Schweißen, um den Job letzten Endes auch wieder attraktiver zu machen. Ja, das muss ja cool sein, in der Art, ja, das auch zu machen. Und ich glaube, dass der Mittelstand, ja, Mittelstand geht in Deutschland bis zu 500 Millionen Umsatz, sind auch nicht irgendwelche Pommesbuden, ja, also der Mittelstand und auch das Handwerk sind ein Rückgrat von dem Land, ja, und das wird oft vernachlässigt, weil Deutschland ja gerade so einen Protest-Vibe hat, ja, alles muss auf die Straße, egal wo, vom Bauer bis zur Hausfrau, alle müssen auf die Straße. Ja, aber es gibt, das Land funktioniert gut, und es funktioniert gut, weil es einen stabilen Mittelstand hat, und das Handwerk und der goldene Boden stimmen halt immer noch. Ja, vollkommen richtig. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass wir noch stundenlang sprechen könnten. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen demnächst einfach nochmal einen Podcast Teil 2 mit einem Taylor Swift Special. Genau. Vielleicht, genau. Man weiß es nicht. Also, lieber ist Felix, Taylor Swift auf dem Weg nach Frieden? Ja, das ist die Frage, die heute offen bleibt. Und wir sagen auch nichts dazu. Ja. Und dann können wir auch drüber sprechen, dass du schon mal in Frieden warst und es gar nicht wusstest. Genau, das stimmt. Das ist dann in Teil 2. Das ist unser Cliffhanger, ja, genau, lieber Felix. Ganz nah bei Kemper. Ja, ja. Und doch nicht da. Und doch nicht da. Ja. Ja. Gut, dass ich das nachholen durfte. Danke. Also lieben Dank, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Auf die Fortsetzung dabei. Sehr gerne. Danke. Also, gut.